Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Basti liest. Es geht weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch. Im letzten Part haben wir ja das letzte Kapitel zu Ende gelesen. Und da ging es ja darum, dass Irland die Quidditch-Weltmeisterschaft gewonnen hat, aber Krumm den Schnatz gefangen hat. Und wir starten heute im neuen Kapitel, das dunkle Mal. Sagt bloß kein Wort zu eurer Mutter, dass ihr euer ganzes Geld verwettet habt, schärfte Mr. Weasley Fred und George ein, während sie langsam, wie mit purpurroten, bespannten Treppen hinabstiegen. Mach dir keine Sorgen, Dad, sagte Fred mit hinterlistigen Grinsen. Wir haben mit dem Geld was Großes vor und wollen nicht, dass es beschlagnahmt wird. Mr. Weasley schien einen Augenblick lang nach diesen großen Plänen fragen zu wollen. Nach kurzer Überlegung jedoch zu beschließen, es lieber nicht so genau wissen zu wollen. Bald schwammen sie mit in den Scharen von Hexen und Zauberern, die aus dem Stadion hinausquollen, zurück zu den Zeltplätzen. Sie gingen den laternenbeschienenen Weg entlang, den sie gekommen waren, mit der nächtlichen Brise wabernder, heisiger Gesänge an ihren Ohren, und immer wieder schwirrten irische Kobolde gilgend und laternenschwingend über ihren Köpfen hinweg. Als sie endlich zu ihren Zelten gelangten, hatte niemand Lust, schlafen zu gehen, und da um sie herum ohnehin noch lautes Treiben herrschte, erlaubte ihnen Mr. Weasley vor dem Schlafengehen noch eine letzte Tasse Kakao. Es dauerte nicht lange und sie stritten sich ausgelassen über das Spiel. Mr. Weasley und Charlie gerieten sich wegen der Rempelei in die Haare, und erst als Ginny an den kleinen Tisch plötzlich wegnickte und die heiße Schokolade über den Boden vergoss, gebot Mr. Weasley dem wortgewaltigen Spieldiskussion Einhalt und schickte alle zu Bett. Hermine und Ginny gingen ins Zelt nebenan und Harry und die übrigen Weasleys schlüpften in ihre Pyjamas und kletterten in die Schlafkojen. Von der anderen Seite des Zeltplatzes wehte immer noch Gesang herüber und gelegentlich war ein laut in der Nacht widerhallender Knall zu hören. Meine Güte, bin ich froh, dass ich nicht im Dienst bin, murmelte Mr. Weasley schläfrig. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als dort rüber zu gehen und den Irren zu sagen, sie sollen aufhören zu feiern. Harry, der an der Koje über Ron lag, starrte die Zeltdecke an, durch die hin und wieder die Laternen eines vorbeifliegenden Kobolds schimmerten. Noch einmal führte er sich Krumms tollste Spielzüge vor Augen. Es juckte ihn, auf seinen eigenen Feuerblitz zu steigen und den Fronski-Bluff selbst auszuprobieren. Irgendwie hatte es Oliver Wood mit all seinen kurvenreichen Schaubildern nie richtig geschafft zu zeigen, wie dieser Zug aussehen musste. Harry sah sich selbst in seinen Umhang gehüllt, der seinen Namen auf dem Rücken trug, und stellte sich das Gefühl vor, eine 100.000-köpfige Menge brüllte zu hören, während Ludo Backmanns Stimme durch das Stadion hallte. Und hier kommt Potter. Harry konnte später nicht sagen, ob er eingenickt war oder nicht. Seine lebhaften Vorstellungen, wie Krumm fliegen zu können, mochten durchaus zu ausgewachsenen Träumen geworden sein. Er wusste nur, dass er plötzlich Mr. Weasley rufen hörte. »Steht auf! Ron, Harry, schnell, steht auf! Das ist kein Scherz!« Harry setzte sich rasch auf und stieß mit dem Kopf gegen die Zeltdecke. »Was denn los?« sagte er. Er ahnte Dunkles, dass etwas nicht stimmte. Die Geräusche im Zeltlager hatten sich verändert. Die Gesänge waren verstummt. Er konnte Schreie hören und hastiges Fußgetrappel. Er rutschte aus seiner Koje, griff nach seinen Kleidern, doch Mr. Weasley, der eine Jeans über den Pyjama gezogen hatte, hielt ihn auf. »Keine Zeit, Harry. Wirf nur rasch eine Jacke über und geh raus. Schnell!« Harry tat wie ihm gehießen und krabbelte dicht gefolgt von Ron aus dem Zelt. Im Licht der noch brennenden Feuer sah er Leute in den Wald rennen, offenbar auf der Flucht vor etwas, das über das Feld auf sie zukam. Etwas, das merkwürdige Lichtblitze schleuderte und lärmte wie Gewehrfeuer. Lautes Gejohle, dröhnendes Lachen und die Schreie von Betrunkenen wehten zu ihnen her. Dann flammte jäh ein starkes grünes Licht auf und erhellte das Geschehen. Eine Gruppe von Zauberern, dicht aneinander gedrängt und mit zum Himmel gestreckten Zauberstäben, marschierte im Gleichschritt langsam über das Feld. Harry spähte zu ihnen hinüber. Sie schienen keine Gesichter zu haben. Dann erkannte er, dass sie Kapuzen über den Köpfen gezogen und ihre Gesichter maskiert hatten. Hoch über ihnen, mitten in der Luft schwebte, sah er vier verzweifelt strampelnde, grotesk verzerrte Gestalten. Es kam ihm vor, als wären die maskierten Zauberer auf dem Feld Puppenspieler und die Menschen über ihnen Marionetten an unsichtbaren Fäden, die von den Zauberstäben aus in die Höhe stiegen. Zwei der Gestalten waren sehr klein. Andere Zauberer schlossen sich der marschierenden Gruppe an.
Jule nur mit den Zauberstäben nach oben zu den schwebenden Köpfen deutend. Die Menge schwoll an. Zelte auf dem Weg wurden umgerissen und niedergerempelt. Hin und wieder beobachtete Harry, wie einer der Marschierenden mit dem Zauberstab ein Zelt aus dem Weg blies. Einige fingen Feuer, das Schreien wurde lauter. Flammen, die aus dem Zelt schlugen, beleuchteten plötzlich die in die Höhe schwebenden Menschen, und Harry erkannte einen von ihnen. Es war Mr. Roberts, der Aufseher des Zeltlagers. Die anderen drei sahen aus, als könnten sie seine Frau und seine Kinder sein. Einer der Vermummten ließ Mrs. Roberts Kopf überkippen. Ihr Nachthemd rutschte herunter und enthüllte ihre bauschige Schlüpfer. Unter dem höhnischen Kreischen und Johlen der Menge am Boden versuchte sie verzweifelt, ihre Blöße zu bedecken. Das ist widerlich, murmelte Ron und beobachtete, wie das kleinste Muggelkind 20 Meter über der Erde wie ein Kreisel zu wirbeln begann, das Köpfchen wehrlos von der einen auf die andere Schulter schlagend. Das ist wirklich widerlich. Hermine und Ginny, die sich hastige Mäntel über ihre Nachthemden zogen, kamen auf sie zugerannt, dicht gefolgt von Mr. Weasley. In diesem Moment kamen Bill, Charlie und Percy aus dem Jungenzelt, angezogen mit hochgerollten Ärmeln und gezückten Zauberstäben. »Wir helfen den Ministeriumsleuten«, rief Mr. Weasley durch den Lärm und rollte nun ebenfalls die Ärmel hoch. »Und ihr verschwindet in den Wald und bleibt zusammen.« Schon liefen Bill, Charlie und Percy den näherkommenden Marschierenden entgegen. Mr. Weasley eilte ihnen nach. Aus allen Himmelsrichtungen rannten die Zauberer des Ministeriums auf die Quelle des Aufruhrs zu. Immer näher kam der Haufen, über dem die Familie Roberts in der Luft schwebte. »Schnell«, sagte Fred, packte Ginny am Arm und zog sie zum Wald. Harry, Ron und Hermine und George folgten ihnen. Als sie unter den Bäumen angelangt waren, blickten sie zurück. Die Schar unter der Familie Roberts war weiter angeschwollen. Sie konnten erkennen, wie die Ministeriumszauber zu den Vermummten vorzudringen versuchten, doch offenbar hatten sie größere Schwierigkeiten. Es schien, als fürchteten sie, ein Zauberspruch aus der Menge würde die Roberts-Familie zu Boden stürzen lassen. Die bunten Laternen auf dem Weg zum Stadion waren erloschen. Dunkle Gestalten trieben sich zwischen den Bäumen herum. Kinder weinten aus. Angsterfüllte Rufe und panische Schreie waberten durch die kalte Nachtluft. Harry spürte, wie er von Leuten, deren Gesichter er nicht sehen konnte, herumgeschubst wurde. Dann schrie Ron vor Schmerz auf. »Was ist passiert?«, sagte Hermine erschrocken und blieb so plötzlich stehen, dass Harry gegen sie prallte. »Ron, wo bist du? Oh, ist das bescheuert!« »Lumos!« Sie ließ ihren Zauberstab aufleuchten und richtete den dünnen Lichtstrahl auf den Weg. Ron lag alle Viere von sich gestreckt auf dem Boden. »Bin über eine Baumwurzel gestolpert«, sagte er wütend und rappelte sich auf. »Mit solchen Riesenfüßen ist das auch kein Wunder«, sagte eine schnarchende Stimme hinter ihnen. Harry, Ron und Hermine wirbelten herum. Draco Malfoy stand ein wenig entfernt von ihnen an einem Baum gelehnt, allein und in vollkommen entspannter Haltung. Offenbar hatte er das Geschehen auf dem Zeltplatz mit verschränkten Armen durch die Lücken in den Bäumen hindurch beobachtet. Ron schleuderte Malfoy etwas entgegen, das er, wie Harry wusste, vor Mrs. Weasley nie zu sagen traute oder nie zu sagen würde. »Zügle dein Mundwerk, Weasley«, sagte Malfoy mit einem Glitzern in den fahlen Augen. »Solltet ihr jetzt nicht besser verschwinden? Ihr wollt doch nicht, dass man die hier sieht, oder?« Er nickte zu Hermine herüber, und in diesem Moment hörten sie vom Zeltplatz her einen Knall wie von einer Bombe, und für einen Augenblick erhellte ein grüner Lichtblitz die Bäume um sie herum. »Was soll das denn heißen?«, sagte Hermine herausfordernd. »Sie sind hinter Muggeln, Herr Granger«, sagte Malfoy. »Willst du vielleicht mitten in der Luft dein Höschen vorzeigen? Sie kommen in die Richtung, und das wäre doch für alle ein Riesenspaß.« »Hermine ist eine Hexe«, knurrte Harry. »Wie du meinst, Potter«, sagte Malfoy heimtückisch grinsend. »Wenn du glaubst, die könnte eine Schlammbrüterin nicht erkennen, dann bleib, wo sie ist.« »Pass auf, was du sagst«, rief Ron. Alle Beteiligten wussten, dass Schlammblüter ein sehr verletzender Ausdruck für eine Hexe oder ein Zauberer mit Muggeleltern war. »Lass ihn reden«, Ron warf Hermine ein und packte Ron, der einen Schritt auf Malfoy zutrat, beschwichtigt am Arm. Von jenseits der Bäume hörten sie einen Knall, der lauter war als alles bisherige. Einige im Umkreis schrien auf. Malfoy kicherte leise. »Ihr kriegt es leicht mit der Angst zu tun, oder? Bestimmt hat Daddy gesagt, ihr sollt euch alle verstecken. Was hat er vor? Will er die Muggel retten? Wo sind deine Eltern?«, sagte Harry. Nun schon zorniger. »Dort drüben, nicht wahr? Und zwar maskiert.« Immer noch lächelnd wandte Malfoy das Gesicht Harry zu. »Nun, selbst wenn es so wäre, Potter, würde ich es doch nicht ausgerechnet dir erzählen.« Ja, ich glaube, die Quidditch-Weltmeisterschaft wird im Chaos enden. Aber wie es weitergeht und was noch passiert, erfahren wir erst im nächsten Part von Harry Potter und der Feuerkelch. Also, schaltet wieder ein, macht's gut, euer Basti. Tschüssi!